Es war die erste Sonderfahrt seit einem Jahr und sie hat sie gut überstanden. Die schnellste betriebsbereite Dampflok der Welt. Die Strecke Dresden-Bad Doberan stand Mitte Juli für die alte DDR-Schnellfahrlok 18201 auf dem Fahrplan. Wieder eine Faszination. Sie war ausgebucht trotz des Preises von 110 Euro. Da steht sie in echter Größe im Bahnhof Dresden-Neustadt. Die Fans mussten früh aufstehen. Doch kein Problem, wenn die Chance besteht, die 18201 vor die Linse zu bekommen. Und für viele die erste Gelegenheit, einmal mitzufahren. Premiere heute mit der Lok. Wir haben sie gesehen in Nossen schon, wo sie noch rot war, in der Rocker-Lackierung. Und jetzt die erste Fahrt in der Originallackierung wieder. Was hoffentlich nicht die letzte ist in Deutschland. Es gibt viele Superlative, die sich über diese Lok erzählen lassen. Sie ist ein absolutes Unikat. Sie hat 2,30 Meter hohe Räder. Sie hält derzeit den Geschwindigkeitsrekord für Dampfloks mit 180 Stundenkilometern. Bei dieser Sonderfahrt ist allerdings nur Tempo 140 vorgesehen. Der Eigentümer der Lok weiß, was er mit der 18201 für einen Schatz in Händen hält. Sondern es ist wie die blaue Mauritius bei den Briefmarken, es ist was Besonderes. Und mit was Besonderem kann man auch den Fahrgästen was Besonderes bieten. Und man sieht es ja an der heutigen Fahrt, wir haben in 6 Tagen alle Tickets verkauft gehabt. Tatsächlich, alle Plätze sind besetzt. Aus ganz Deutschland sind Eisenbahnfreunde angereist. Ich bin von der 18201 restlos begeistert. Wir veranstalten im Rheinland selbst Salonwagenzugfahrten. Und natürlich träume ich davon, die 18201 auch mal einsetzen zu können. Und es ist ja eine herrliche Maschine. Und sie präsentiert sich ja jetzt wieder in diesem tollen Grün. Schon die Entstehungsgeschichte der 18201 ist unvergleichlich. Beginnen wir mit der 61001, die den legendären Henschel-Wegmann-Zug mit 160 Stundenkilometern zwischen Berlin und Dresden gezogen hat. Die 61002 sollte sie unterstützen. Der Ausbruch des Zweiten Weltkriegs kam dazwischen. 1961 wurde die 002 in Meiningen zur Versuchslok umgebaut. Aus 2 Lokomotiven entstand die 18201. Rudi Rindelhardt war von der ersten Stunde an der Stammlokführer der Schnellfahrlok. Er hat mit dem Unikat sämtliche Geschwindigkeitsrekorde aufgestellt. Die Lok ist gebaut für Versuchsfahrten und Versuchsfahrten waren vielseitig. Wagenversuche, Bremsversuche, Geräuschmessungen. Und nun ging es los. Jetzt mussten wir uns erst mal rantesten. 120, 130, 140. Zwischen 150 und 160, da dachte man schon, na, was tut denn sich hier? Schüttelt sich da was? Oder plötzlich hob sich die Fußbodenklappe hoch, die Klappe vom Schlingerstück, die sprang auf. Ja. Aber bei 160, 165 legte sich das alles wieder. Und dann lief die wie ein Uhrwerk. Im Jahr 2002 dann die Umlackierung in Rot, seinerzeit von einem Modellbahnhersteller gesponsert. Die Fans wissen inzwischen, bei der 18201 ist nichts wie bei normalen Loks. Es gibt zurzeit Gerüchte, wonach sie ins Ausland verkauft werden soll. So ist 18201 beim Heizhausfest vom 25. bis 28. August in Chemnitz vielleicht zum letzten Mal in Deutschland zu bewundern.